9 und die 0 verwechselt. Jetzt stimmt aber alles. 10 Minuten stehen auf der Uhr. Auf geht's. Zweite Chance. Und diesmal der Ball in Händen. Der riesen erste Angriff dieser Partie. Den so starken 9 Point Guards einzuschrecken, wo es geht. Ballgewinn für die Veilchen. Fast Break. Punkte durch Imocha Gibson. Göttingen drin in dieser Partie. Minen bei dem Trainer gespannt. Der riesen schöne Abeinander-Korbleger. Mit viel Dampf von der Bank. Zeit ist Merzen. Gute Hilfe von Hartwig. Jetzt muss er an ihm dranbleiben. Und so gibt es inside das Mismatch für Eddie Edigin. Der ersten Viertel zu spielen. Über Vicksburger mit der Schurbui. Oh, da stimmt die Zuordnung gar nicht. Missverständnis, gar kein Vorwurf da an Philipp Hartwig, der da am blödesten aussieht, aber raushatchen sollte. David DeJulius. Silas Merzen wird gestoppt, aber dass das Ausboxen nicht gut genug dafür ist. Hinweis mehr bekommen vom Head Coach. Michael Hughes der Zweite. Oh, schöner Block. Dort in Maihaus, da schüttelt er den Kopf. Schöner Block von Big Man. Dreier von außen von Johann Pollas Bartolo. Auch der zweite erfolgreiche Melfenversuch. Nochmal der erfolgreiche Dreier von Johann Pollas. Dann geht nach innen zu Schielinch. Gegen Beere, kein Foulpfiff. Schielinch. Gut verteidigt von Jonathan Beere, der auch eine tolle Entwicklung macht in dieser Saison. Auch hier mit der Übersicht, aber der Block. Not in my house von Bodie Hume. Wieder Subic. Ah, schönster Angriff der Partie. Der kann uns damit besser machen als zuletzt. Und hier nochmal der Dank von Jonathan. Kann nicht angespielt werden. Jetzt wird es langsam Zeit. Ball geht zu Beere. Der wird abgeräumt. Sauberes Ding. Und auch der. Oh, im Nachfassen. Jonathan Beere. Yes. Zweite Viertel mit 18 zu 13 gewinnen. Gut verteidigt. Airball. Schwieriger Wurf. Airball. Lewis dran und dann Beere. Der Block von Big Man jetzt switcht. Göttingen das. Zweite Chance. Neuer Fall über die Schurboy. 10 Sekunden für den Angriff. Beere rollen ab. Beere mit den Punkten in Traffic. Guter Start. Defensives Granit gegen sich. Andy Savage. Ein sauberer Korbleger, aber gut nachgegangen. Zweite Chance gesichert. Imocha Gibson. Schielinch prallt ab. Julius. Weibchen. Gleich mal die Chance, um auf Tempo zu drücken. Nächster Dreier, der wirkt auch nicht. Der wirkt! Bodie Hume bringt Göttingen quasi. Jetzt nach diesen zwei erfolgreichen Dreiern. Hier sehen wir nochmal den eigentlich gut contesteten zweiten erfolgreichen Distanzwurf in Würzburg, die er erzielen konnte. Roman Kollas. Würzburg mit Patrick. Lewis gegen Bodie Hume. Stark gemacht von Jaron Lewis. Herr Sugic muss den schweren Wurf am Mann nehmen. Gut verteidigt. Und letztlich ist es Ludwigsburger Ball, die ausschwärmen. Und den schnellen Abschluss suchen und finden. Boah. Und der war natürlich mit attackiert. Wieder Merzen. Will das Foul bekommt diesmal nicht. Und jetzt 2 gegen 1 Fastback. Johann Pollas liest das gut, macht die nächsten Punkte. Wird eng jetzt langsam für Göttingen. DeJulius mit der Antwort im Fastback auf der Gegenseite. Julius. Oh, der ist tough und der Abschluss ist auch sehr früh. So hat Patrick nochmal den Dreier. Und den macht er! Super ärgerlich! Für Göttingen und natürlich dritten Viertels. Hier gut verteidigt von Hammond. Und dann mit etwas Glück Patrick allein auf weiter Flur. Stoppt er ab und macht den rein in der Zeit. Plus 17. Zeit einer riesen
kein offensiver Faktor sind. Ähnlich wie in den letzten Partien. Auch hier wieder Dishogui gestoppt. Deutliche Führung. Roger Gibson mit den Punkten. Nelson. Geht's, macht's gut. Showboy. Jalen Lewis hat den Platz, nimmt den Dreier und macht ihn. Jalen Lewis. Mit den Punkten trotz des Fouls. And one. In der zweiten Hälfte erzielt. Da suchen und finden sie immer wieder nach dem guten Start ins letzte Viertel die starke Antwort. Mittlerweile 9:7 der Zwischenstand. Und da haben wir doch mal. Und das darf nicht passieren. Silas Melzen aus dem Einwurf. Mit mehr als 20 Punkten in Führung zu gehen. Das Hinspiel war ja auch schon eine sehr deutliche Angelegenheit. Edigin besorgt das 86:66. Also. Stepback-Dreier. Eine Aktion von David DeJulius. Sein erster erfolgreicher beim vierten Versuch in diesem Spiel. Und damit hoch auf 15 Punkte geschraubt, sind die Antwort aber sofort da. Also hier. Oh, schöne Punkte von Jamon Graves. 20 Punkte Führung. Die Riesen mit den Youngster auf dem Parkett. Und da gibt es lauten Applaus. Das war Patrick von Coast to Coast. Wird abgeräumt von Osaru Rich. Und am Ende Melzen. Und Blätter mit dem End-One. Das war's. Herzlichen Glückwunsch, kann man an dieser Stelle sagen. Nochmal der Wurf aus der eigenen Hälfte von Blätter. Das war's. Ludwigsburg schlägt Göttingen. Also am Ende doch sehr deutlich mit 97:72.